Moin, ihr Lieben, und willkommen zurück hier. Wir sind wieder hier im LS19 auf der NF Marsch unterwegs. Und ja, ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut rumgebracht. Feiert heute nochmal schön mit euren Liebsten. Und ja, wir machen trotz allem weiter. Ich bin jetzt gerade hier dabei, kurz mal den Drescher hier einzustellen für die 38. Da müssen wir einen neuen Kurs generieren. So, das wäre dann Dreschenfeld 38, 12 Meter. Damit wir hier auch loskommen mit der Arbeit. Abfahrer steht einer bereit, der zweite müsste eigentlich gleich angerauscht kommen. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir sind ja in einer neuen Aufnahmesession, das heißt, wir müssen dem Fischer ein bisschen Geschwindigkeit geben und die beiden Palettenproduktionen, die müssen auch Gas geben. So, Palettenwerk 2. Das ist immer das, was man eigentlich immer am Anfang machen sollte, aber ich vergesse das so oft, muss ich ehrlich zugeben. So, Ballen. Wir brauchen mehr Ballen hier. Das sollten wir heute, denke ich mal, abschließen. Zumindest dieses Feld. Wir haben ja noch das Feld 7, das wir auch noch bearbeiten müssen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Dann haben wir auf jeden Fall mal eine Menge Silage auf Vorrat wieder, damit unsere BGAs gut laufen. Weil wir wollen ja, ja irgendwann mal die nächsten Produktionen angehen. Und wir haben ja gesagt, die Kartoffelproduktion ist die nächste, die kommen wird. Und da brauchen wir noch ein bisschen Geld für. Wir werden auch jetzt gucken, dass wir so langsam aber sicher wieder anfangen, uns mal so um die Produktionen zu kümmern, weil die Liste links wird dann doch schon wieder ein bisschen länger. Das heißt, da müssen wir gleich mal gucken, was wir machen können. So, aber wir sind erstmal, würde ich sagen, voll. Dann würde ich behaupten, Kollege, du fährst mir, wir klappen das mal alles ein, Hofsilagelager. Wir fahren jetzt auf den lose Trigger. So, dann könnten wir doch jetzt eigentlich den hier nehmen. Wir brauchen zum einen bei der Nudelfabrik brauchen wir Rindfleisch. Sonst braucht die Nudelfabrik erstmal nichts. Das heißt, wir holen uns einmal Rindfleisch beim Metzger. Fahren wir heute mal so ein paar Produktionen ab, gucken, dass wir zumindest ein bisschen was da geregelt bekommen, weil ich weiß, es wird nicht viel Rindfleisch da sein. Wir könnten höchstens schauen, ob wir, das hätten wir gleich machen sollen, ob Rindfleisch noch im Lager ist. Das habe ich total vergessen. So, gucken wir erstmal hier Rindfleisch beim Schlachter. Schlachter Rind, Rindfleisch, naja, eine Palette. So, dann gucken wir mal im Kühlhaus. Kühlhaus. Rindfleisch, ja, guck mal. Ja, gut, dann müssen wir gleich einmal zurückfahren nochmal. So, die Frage ist, wir brauchen noch Tomate, wir brauchen Eier. Da gucken wir doch gleich mal nach. Obst und Gemüse. Tomate haben wir nicht. Eier.
ist die Frage, sind die bei den Lebensmitteln? Ja. Ah, 4,99, die kriegen wir nicht raus. Nee. Dann müssen wir das jeweils separat fahren. Aber wir holen das Rindfleisch. Wir holen mal eine Fuhre Rindfleisch. Und wir haben hier noch so viele Felder, die wir dreschen müssen. Also es ist Wahnsinn. Dann können wir aber gleich, wenn wir da oben sind, bei dem zweiten Hühnerstall wegen Eiern vorbeikommen und wegen Hühnern. Die nehmen wir dann mit. Wir nehmen quasi immer alles so weit mit, wie wir es irgendwie irgendwo brauchen können. Wir können ja auch eine Mixladung machen. So, also wie heißt das jetzt erstmal Hühnerfabrik, Nudelfabrik, Hühnerfabrik, genau. Da war eben bei irgendeinem durchdrehender Reifen, aber jetzt nicht mehr. Oh doch, der Class Lexion. Das ist unser Drescher auf dem Sonnenblumenfeld. Da müssen wir mal kurz. Mal so. Oh. Ja, Kollege. Du stehst ein bisschen blöd da. So, lass doch den Drescher erstmal fahren. Guck mal. Ah ja, guck mal. Na gut, der lädt erstmal um. Wir bringen jetzt erstmal die Sachen hier weg. Wir bringen die erstmal schnell rüber. Zur Nudelei. Hier, das Maisfeld ist auch reif. Ja, es ist halt, je mehr Felder man hat, desto mehr Felder sind auch irgendwann mal gleichzeitig erntereif. Hier ist auch ein Feld reif, ja. Das ist Action für uns. Gehen schon mal in die Außenansicht. Ja, hier der Tabak hinter mir auch. Ja. So, dann werden wir, wenn wir jetzt gleich abgeladen haben, einmal bei den beiden Hühnerzuchten reinschauen, was wir da haben. So, Hühnerstall 1. Hier. Und die zweite. So, das läuft hier. Ja, die Silageballen, um die kümmern wir uns gleich. Gabeln erstmal auf. So, die Kleidungsfabrik braucht Bretterpaletten. Das können wir auch später machen. Da würde ich sagen, da wir uns jetzt um die Silageballen kümmern, geht der erstmal automatisch. So, hier einmal Z, noch einmal Z. Ups, das war ein bisschen zurückfahren. So. Ja, und dann geht der wieder auf die 44. So, das Dreschen läuft. Wir gucken mal einmal kurz durch. Der macht Silage. Achso, der hat nichts mehr. Guck mal, dann kannst du erstmal parken fahren. So, das ist unser Raps-LKW. Das läuft. Ja. Der wartet auf einen Ruf. Ah ja, hier. Wir wollten eigentlich eine Gülle fahren. Ah, wieso haben wir noch Gülle drin hier? Hä?
Ja gut, dann machen wir eine Tour Gülle, aber dann zur... Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts. Du fährst jetzt trotz allem zur BGA ausladen. Dann musst du so lange warten, bis du leer bist. Das tut mir leid. Ich brauche den Kollegen leer hier. So, ja, du machst hier weiter schön deine Ballen. Der ist am Pflügen hier. Das sieht auch schon sehr gut aus, ja. Ach, guck mal, hier den da. Der war hier. Eventuell die 2. Die 7. Die hatten wir ja schon gedüngt. Ja, sonst fährt der auch auf die 44 erstmal. Er ist doch auf die 44. Wobei wir da gleich sagen könnten, dass du loslegst. Weil ich schätze mal, dass wir da einen... Jupp, haben wir. So. Der läuft, der fährt. Der bringt hier Material. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon wieder? Ja, 200.000, das ist gut. Lässt du mich mal wieder hier rein? So, hier sind wir auf der 16 mit Sojabohnen unterwegs. Ah ja, dann sind wir genau wieder da, wo wir sein wollten. Wir holen einmal hier noch Hühnereier. Dann würde ich sagen, dass wir als nächstes gleich zur Rinderzuchtanlage fahren, beziehungsweise zu den Tomatengewächshäusern. Und wir holen uns da einmal Tomate ab. Weil die ja auch zur Ketchup Mayo müssen, wo die Eier hin gehören. Dann haben wir da einen Aufwasch. Oh, das war das Verkehrsschild. Aber egal. Egal. Ui! Das war ein Baum. Beinahe. Ja gut, rein theoretisch hätten wir die Gülle auch ins Klärwerk kippen können. Aber wie gesagt, wir wollen ja eigentlich die Gülle auch verkaufen, quasi übers Klärwerk, über die BGA. Mann! Das ja mehr bringt und dann die Gärreste eben ins Klärwerk bringen. So, der Schlachter braucht Leerpaletten. Okay, dann können wir ja, bevor wir die Hühner dahin bringen, uns dann auch um ein paar Leerpaletten kümmern. Wow, das können wir doch gleich mal machen. Wir machen jetzt erstmal genau Leerpaletten vom Sägewerk. Ups, Sägewerk. Ja, sind nicht viele, muss reichen. Dann brauchen wir Tomaten. Tomaten, Gewächshaus Nummer 1. Ja, sind halt nicht viele. Und Tomaten Nummer 2. Das sacken wir gleich einfach mit ein, hier die Paletten. Und dann geht es weiter zur Ketchup- und Mayo-Produktion. Dann fahren wir nach Hause, holen die Leerpaletten einmal ab. Ja, beide Drescher müssen entladen werden. Kriegt ihr schon hin. Dann fahren wir zum Schlachter rüber. Ja, guck mal, Sonnenblumen für die Ölmühle kommen. Milch wollen wir auch gucken, dass wir das hinbekommen. Tabak können wir besorgen. Bretterpaletten für die Kleidungsfabrik
können wir auch jederzeit, denke ich mal, ein paar rausholen. Da können wir auch rein theoretisch gucken, dass wir da gleich ein paar mitnehmen, wenn wir Richtung Schlachter fahren. Ich bin ja mal gespannt, wie klein zusammen wir diese Liste bekommen, bis wir den Tag beenden. Das heißt, da gucken wir gleich mal, während das hier rausgeht, beim Sägewerk nach Bretterpaletten. Das sind auch nur 3 Stapel. So, wir müssen hier nur kurz warten, bis die Sachen weg sind, damit wir unsere Hühner wieder aufladen können. So. Ja. Komm, geh weg. Geh weg da, Palette. Ich will weiter. Auf zum Sägewerk und dann noch zum Schlachter. Ja, die Rinderzucht bräuchte Kühe. Ja, wie gesagt, das mit der Milch können wir machen. Sojabohnen, Sonnenblumen sind unterwegs. Gärreste für das Klärwerk kriegen wir hin. Ja, wir haben einiges, was wir jetzt noch abarbeiten können. Ja, werden wir aber heute nicht mehr alles schaffen, denke ich. Es wird ein bisschen zeitlich eng schon wieder. Ach, das ist unser Silagefahrer. Guten Tag, Herr Kollege. Die Außenansicht kurz, um zu sehen, dass wir auch die Paletten aufladen. Oh, die stehen hier ein bisschen sehr dicht. Da müssen wir Acht geben. So. Hier einmal. Ja, da ist eine Tour komplett für den Schlachter. Ich würde sagen, das machen wir jetzt noch schnell. Nein, nicht komplett für den Schlachter. Die Bretterpaletten natürlich nicht. Aber ich würde sagen, schaffen wir das noch? Könnten wir eigentlich noch hinbekommen, dass wir die Tour hier zumindest noch bis zum Schlachter abladen. Und dann geht es morgen weiter mit der Kleidungsfabrik. Wobei es halt auch nur 3 Paletten Bretter sind. Was jetzt nicht so sonderlich viel ist, aber ja. Wenn es nicht anders geht, geht es halt nicht anders. So, das heißt, wir packen die Hühner einmal hier hin. Dann laden wir wieder auf und packen das andere Zeug drüben hin. So, aber ich würde sagen, wir machen trotz allem jetzt erst schon mal Feierabend. Wie gesagt, feiert heute am zweiten Feiertag nochmal schön und ja, schaut morgen gerne wieder rein bei mir und dann geht es nämlich weiter hier auf der Marsch. Bis dahin. Macht es gut, ihr Lieben, und tschüss.